So, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich möchte mich heute mit der Frage beschäftigen, die an mich herangetragen wurde von euch, nämlich, was sich viele fragen, hey, ist die Korrektur am Aktienmarkt bereits vorüber? Soll ich jetzt einsteigen? Beziehungsweise, wie siehst du das? Wir haben im S&P mittlerweile Stände erreicht, die höher sind als Anfang Februar, also weit vor der Ukraine-Krise. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, okay, war das eine Korrektur? Buy the dip? Und viele erinnern sich an damals von Corona, wo entsprechend die Märkte ja auch so massiv nach unten gegangen sind und deutlich nach unten gegangen sind, und wo das eine fantastische Kaufgelegenheit dargestellt hat für viele, viele Aktien, die dann in den nächsten zwei Jahren so richtig durch die Decke gegangen sind. Und dann, als der Markt so richtig weit oben war, haben sich ja einige gefragt, logischerweise, gibt es überhaupt noch mal die Chance für eine Korrektur? Was sollte so eine Korrektur auslösen? Und als die Korrektur dann kam, standen sie passiv da und haben sich überlegt, verdammt, jetzt sieht es alles so schlecht aus, soll ich einsteigen? Und nun verbessert sich die Lage, nicht unbedingt die weltpolitische Lage, nicht unbedingt die inflationäre Lage, aber wenn man auf den Chart schaut, und das können wir uns mal gerade anschauen im S&P, also wenn wir mal einen Blick auf den Chart werfen, dann haben wir tatsächlich, sehen wir hier wunderbar, eine richtig kräftige Rallye im März gesehen. Und ja, gehen wir mal einfach auf Anfang Februar hin. Ja, und hier sehen wir 1. Februar, da ist die rote Linie. Ja, Markt ist über dem Niveau. Und ja, das Ganze sieht natürlich vielversprechend aus. Und gerade die letzten Tage, wenn man es auf dem Daily Chart sich anschaut, gehen wir auf den Daily Chart gucken, werfen wir einen Blick drauf. Ja, dann ging es quasi ohne Korrektur fast nach oben. Also eine richtig schöne, starke Aufwärtsbewegung. Und ja, soll man jetzt da noch einsteigen, geht es zu neuen All-Time-Highs? Und an dieser Stelle möchte ich erstmal sagen, Leute, durchatmen, Ruhe, und denkt immer dran, Bärmarkt-Rallyes, das sind die kräftigsten und größten Rallyes ever. Das heißt, gerade im Bärmarkt schwenkt dieses Pendel zwischen Angst auf der einen Seite, was wir vor ein paar Wochen gesehen haben, und Hoffnung, was wir jetzt wieder sehen, sehr stark hin und her. Eröffnet für den Trader unglaublich gute Gelegenheiten, aber verwirrt häufig den Investor, der natürlich sieht, meine Güte, so stark steigen die Kurse, muss ich noch rein. Also bestes Beispiel ist die Börse Hongkong. Wir hatten fast zwei Jahre lang in China einen Markt, der nicht mehr richtig gut performt ist, der zurückgegangen ist. Gleiches eben auch mit der Börse in Hongkong. Und dann gab es im Februar, Anfang März nochmal einen richtigen Abverkauf, und da kamen die Märkte massiv unter Druck. Es war fast Art Crash-artige Zustände. Und dann vor ungefähr anderthalb Wochen hat sich die chinesische Regierung hingestellt und hat quasi fünf Punkte gesagt, die die Börse unbedingt hören wollte. Ja, das fing an mit, dass man im Tech-Bereich weniger regulieren wird. Das heißt, dass die Regulierungsphase da fast vorüber ist, dass man weiterhin sehr positiv ist für amerikanische ADRs, also für Aktien, die an den amerikanischen Börsen gelistet sind, chinesische Tech-Aktien. Das ging weiter über Entspannung, was Immobilienentwickler und dergleichen betraf. Also sehr, sehr viele gute Nachrichten. Und an einem einzigen Tag ist die Hongkonger Börse 20% nach oben geschossen. 20% an einem Tag. Und das sieht natürlich dann imposant aus. Und man denkt immer, verdammt, ja, langfristig für den Trader gute Gelegenheiten, wie gesagt, aber langfristig dabei sein, ja oder nein? Und das möchte ich, die Frage möchte ich jetzt für den amerikanischen Aktienmarkt stellen. Und besonders möchte ich das Ganze beleuchten unter dem Aspekt, dass wir ja die letzte große Korrektur während Corona hatten, also während der Corona-Krise. Und in dieser Corona-Krise die Kurse nach unten kamen und danach richtig, richtig nach oben gingen. Und viele trauern jetzt dieser Gelegenheit hinterher, beziehungsweise haben die damals genutzt und sagen jetzt natürlich wieder rein. Und auffällig ist ja vor allem eins, trotz hoher Inflationsdaten, trotz einer aggressiven Fed-Politik steigt im Moment der Markt. Ja, und das möchte ich mit euch jetzt gerade beleuchten. Und wenn wir uns das mal angucken, die Situation jetzt, und die vergleichen mit der Corona-Lage, dann möchte ich einen für mich extrem wichtigen Chart euch zeigen. Und das ist hier abgebildet die Bilanz der US-Notenbank. Im Prinzip zeigt diese Bilanz, wie stark die Notenbank die Märkte mit Geld versorgt hat
in und nach der Corona-Krise. Und wir sehen hier, März 2020, eine starke Ausweitung. Und wir sehen auch, dass diese Bilanz sich mehr als verdoppelt hat. Und wir sehen, dass fast die Hälfte des Geldes, was geschaffen wurde in den letzten 2 Jahren, oder beziehungsweise, dass die Bilanz sich verdoppelt hat und damit die Hälfte alles neu geschaffenen Geldes in den letzten 2 Jahren auf den Markt geschmissen wurde. Und das können wir natürlich, wenn wir uns jetzt den Chart angucken und wenn wir jetzt mal hier auf dem Chart zurückgehen, also wenn wir jetzt wirklich bis hin zu Corona gehen, ja, dann sehen wir hier unten das Corona-Tief, also da unten sehen wir schön das Corona-Tief und dann sehen wir, wie der Markt danach explodiert ist, also nach diesem Sell-Off explodiert und jetzt haben wir natürlich wieder einen Sell-Off, der war nicht ganz so groß, aber kommt jetzt sozusagen die nächste Explosion. Und der große Unterschied ist, warum ich diesen Chart euch heute hier präsentiere, ist, dass damals dieser Aktienmarktanstieg flankiert wurde oder supported wurde durch die Fed, die eben entsprechend die Liquidität und das Geld zur Verfügung gestellt hat. Und ich weiß, viele Leute sagen, ja, deswegen haben wir jetzt die hohe Inflation. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Ihr wisst, wenn ihr meinen Videos folgt, die Inflation entsteht nicht daraus, dass einfach viel Geld da ist, weil dieses Geld ist nicht gleichmäßig gerecht verteilt, also dass jetzt jeder plötzlich in seinen Taschen 10.000 Euro hat und davon einkaufen geht, sondern die Inflation entsteht dadurch, dass wir in den Lieferketten auf Angebotsseite, also ob das Energieangebot ist oder ob das Lieferketten mit Chips sind oder dergleichen, dass es da Probleme gibt. Und wenn das dann auf eine entsprechende Nachfrage stößt, dann ist eben Raum für Preissteigerungen da. So, und dann haben wir natürlich als ein quasi Brandbeschleuniger das viele Geld, was dann erst die Inflation verursacht, aber ohne diese Verknappung am Angebotsmarkt, also ohne dass die Globalisierung sozusagen in Stocken gekommen ist und ohne Verknappung auch von Energieangebot, deswegen sind ja die Energiepreise so gestiegen, würde das Geld alleine keine Inflation verursachen, sondern eine sogenannte Asset Inflation. Das heißt, das ganze zusätzliche Geld, was die Notenbanken zur Verfügung gestellt haben, ist nicht etwa in die Realwirtschaft gegangen, sondern tatsächlich an die sogenannten Asset-Märkte, das sind Aktienmärkte, das können Rohstoffmärkte sein, das sind aber vor allem auch Immobilienmärkte, das heißt alles auch Anlage, Anleihenmärkte, also alles was sogenannte Assets sind, da ist das Geld hingewandert und hat einen riesen Preistrieb verursacht, was den Investor erstmal gefreut hat, weil eben optisch gesehen natürlich alle Werte gestiegen sind und das war sozusagen der inflationäre Preisschub am Assetmarkt, da tut uns die Inflation ja nicht so weh, weil das sich erstmal in Kursgewinnen äußert. Und das war die Situation 2020, eben gestützt durch die Notenbank, die eben das Ganze angefacht hat mit ihrer Geldpolitik, mit niedrigen Zinsen und viel Geld. Und jetzt, heute, stehen wir in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Situation da. Wir haben jetzt plötzlich in einer Situation, wo die Notenbank genau das Gegenteil macht. Das heißt, dass die Notenbank ist jetzt gerade dabei, in den USA die Zinsen zu erhöhen und viele Marktteilnehmer reden davon, dass die Zinsschritte jetzt gar nicht mehr in Viertelpunkten laufen werden, sondern in ganzen Punkten, weil die Notenbank massiv und aggressiv die Inflation bekämpfen muss. Natürlich ist es so, dass sie keinen Einfluss auf die Energiepreise hat. Und die Energiepreise sind ein großer Faktor, der gerade mit dazu führt, dass wir so eine hohe Inflation haben. Aber die Notenbank kann 2 Dinge tun. Und das ist ihre Aufgabe. Sie muss sozusagen dafür sorgen, dass sich die Inflation in den Köpfen der Marktteilnehmer nicht verfestigt. Denn wenn wir jetzt weiter Inflationserwartungen haben, also dass wenn die Marktteilnehmer erwarten, dass die Inflation weiter mit 7, 8, 9% läuft, dann wird man das versuchen, in seinen Gehaltsverhandlungen am Arbeitsmarkt oder auch der Unternehmer in seinen Preisen versuchen einzupreisen. Und dann geht die Inflation sozusagen von alleine los. Und um das zu vermeiden, kann man natürlich die Zinsen erhöhen. Hat aber immer das Problem, dass man dann natürlich die Wirtschaft sozusagen abwürgt. Und das heißt, dass man der Nachfrageseite Stoff entzieht, nämlich Geld entzieht. Die Geld ist ja auch gleich Kredit. Und man versucht dann so, diesen Inflationsdruck, der von der Nachfrageseite kommt, dem zu begegnen. Wenn man schon auf der Angebotsseite Knappheit hat, kann man ja eben auf der anderen Seite, auf der Nachfrageseite, durch die höheren Zinsen sehen, dass da nicht so viel nachgefragt wird. Problem ist,
ist nur, dass dann eben die Wirtschaft häufig in eine sogenannte Rezession reinläuft. Und das ist die große Zwickmühle, die Fed hat, dass sie auf der einen Seite die Inflation bekämpfen möchte, aber auf der anderen Seite natürlich eine Rezession verhindern möchte. Und ich habe euch hier einen weiteren Chart eingeblendet, der einer der sogenannten besten Inflationsindikatoren ist, die es gibt. Fast über 90% aller, nicht Inflation, Rezessionsindikatoren, die es gibt. Fast 90% aller Rezessionen wurden vorher angezeigt. Und ich habe euch mal bis zurück in die 80er Jahre die sogenannte Inverted Yield Curve gezeigt, beziehungsweise die Yield Curve. Das sind die 10-jährigen Anleihen. Minus die zweijährigen Anleihen, und normalerweise sollten die zehnjährigen Anleihen, weil man eine längere Laufzeit hat, eine höhere Rendite abschmeißen als die zweijährigen. Wenn sich das dann aber auf Null dreht, beziehungsweise im negativen Bereich heißt, dann hat man tatsächlich häufig eine Rezessionsgefahr, und ja, das zeigt diese Kurve ganz gut an. Und ich habe euch, ihr seht es da in Rot, in den 80er Jahren, die am Anfang der 80er und am Anfang der 90er Jahre wurde die Rezession richtig angezeigt, auch im Jahre 2001 und auch die Finanzkrise. Und das Positive an diesem Indikator ist, er hat nicht nur eine hohe Trefferquote, sondern er hat eine gute Vorlaufzeit. Also alles das, was dort passiert, dauert meistens 6 bis 7 Monate. Von daher müssten wir uns jetzt keine Gedanken über eine Rezession machen, aber so in 6, 7 Monaten, manchmal auch erst in einem Jahr. Die Kurve war vor Corona schon auf dem Weg nach unten, hat dann aber nochmal den Dreh bekommen, und auch jetzt ist sie nicht inverted. Es geht nur in diese Richtung hinein, und da stellen sich jetzt eben viele Marktteilnehmer trotzdem die Frage, wenn das Ganze hier kippt, laufen wir dann in einer Rezession dran und wie wird die Fed handeln? Und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiger Punkt, und ich zeige euch hier mal die Kerndaten der Fed. Also, oben mit dem Pfeil, an der obere Pfeil hier, da wo jetzt der Mauszeiger ist, da sehen wir im Prinzip Zinssatz und die Prognose von den Futures impliziert. Also der Markt geht davon aus, wir landen Ende des Jahres im September so bei 1,7, 1,8, vielleicht auch bei 2%, das ist noch nicht so ganz so raus, was der Markt glaubt, wohin die Fed mit den Zinsen geht. Auf der anderen Seite, wenn wir hier uns unten mal die Schätzung der FOMC, also der Fed anschauen, dann sehen wir, dass man für 2022 immer noch Wirtschaftswachstum erwartet, 2,8. Ja, das ist nicht mehr so groß wie dieser Nachholeffekt, den wir in 2021 hatten, aber ein schönes Wirtschaftswachstum. Und vor allem, auf was ich hinweisen möchte, ist unten die Arbeitslosenrate, 3,5. Das sind historisch niedrige Niveaus. Wir bekommen diese Woche am Freitag wieder die Arbeitsmarktdaten, und die werden dem Markt sozusagen wieder zeigen, wie viel Spielraum für die Fed da ist. Denn solange der Arbeitsmarkt gesund ist, hat die Fed die Möglichkeit, Gas zu geben. Und worauf wir jetzt sozusagen, oder worauf ich nochmal hinaus möchte, ist, wenn wir uns jetzt hier diesen Aktienmarktchart anschauen, dann sage ich, wir haben eine grundlegende andere Situation als nach Corona. In Corona hatten wir einen Schock, ja, der den Aktienkurse nach unten gebracht hat, aber dann eine unterstützende Politik der US-Notenbank und aller Notenbanken überhaupt weltweit, die in eine Asset Inflation geführt haben und den Markt nach oben getrieben haben. Jetzt hatten wir eine Korrektur, zwar nicht in dem Ausmaß von Corona, aber trotzdem eine große Korrektur. Wir haben jetzt eine Gegenbewegung, aber wir haben nicht die Unterstützung der Notenbank. Und das Argument wird früher oder später auf den Markt zurückkommen. Ich möchte hier keine Bärmarktprognose abgeben, aber ich möchte sagen, Leute, atmet durch. Ihr müsst, glaube ich, im Moment keine Angst haben, dass euch die Kurse wieder nach oben davon und weglaufen, sondern wir sind tatsächlich in einer Situation, wo viele in diesem alten Reflexionsmuster reagieren. Oh, Kurse sind gefallen, jetzt ziehen sie wieder an, ich muss schnell mein Geld da reinbringen. Nur es fehlt der wichtigste Spieler überhaupt, und der wichtigste Spieler überhaupt ist die Notenbank. Die Notenbank haben die Trader oder die Investoren nicht mehr in ihrem Rücken. Und damit das passieren müsste, müsste die Inflation verschwinden. Die Inflation wird nicht verschwinden. Und man könnte natürlich sagen, okay, dann wird die US-Notenbank nichts machen. Aber wenn sie nichts macht, wird sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Das ist ihr Job, die Inflation zu bekämpfen. Und wenn sie jetzt sagt, wir machen nichts mehr, verliert sie die Glaubwürdigkeit, ist also keine Option, kündigt sich auch in keiner Form an. Also wenn man alle Kommentare von den Notenbankpräsidenten und Gouverneuren hört, stoßen die alle in das gleiche Horn. Wir erhöhen die Zinsen relativ schnell, und es werden wahrscheinlich halbe Zinsschritte werden.
werden. Und natürlich kann der Markt das über einen Zeitraum ignorieren. Ja, das ist erstmal möglich. Aber wir haben zwei Effekte, die der Markt dann nicht mehr ignorieren wird. Nämlich Nummer eins, es wird aufs Wirtschaftswachstum drücken, Nummer eins. Zweitens ist mit den hohen Zinsen eine Alternative geschaffen. Und drittens wird die Zentralbank die Bilanz, dieses ganze Geld, was sie in den Markt gepumpt hat, jetzt allmählich wieder rausnehmen, das sogenannte Tapering, beziehungsweise dann eben nach dem Quantitative Easing, wo sie entsprechend geldpolitisch gelockert hat, jetzt anziehen. Und diese Faktoren werden wirken auf dem Markt. Und im günstigen Fall sieht man in sowas eine Konsolidierung auf hohem Niveau, wie ich das nennen würde. Konsolidierung auf hohem Niveau. Das schließt nicht aus, dass der Markt vielleicht noch ein bisschen rennt. Das schließt nicht aus, dass wir auch gute Tage sehen werden. Aber insgesamt glaube ich persönlich nicht an die Story derzeit, dass der Markt ja wie nach Corona laufen wird. Und die Gefahr eines weiteren Rücksetzers ist sogar relativ groß, denn man hat zwar jetzt, habe ich euch ja gerade gezeigt, ne, können wir uns nochmal gerade anschauen in der Grafik, ne, ich mache es auch nochmal gerade groß, die Grafik, ja, wir sehen hier ungefähr die Prognose, was im Markt eingepreist ist, also Futures implizierter Zinssatz ist 1,76. So, das hat der Markt geschluckt, ja. Aber wie gesagt, wenn jetzt die Zinsen hier nochmal massiver erhöht werden, darüber hinaus ist das nicht eingepreist und das kann durchaus ein Thema werden. Das hängt ganz davon ab, wie es an der Inflationsfront weitergeht. Wir haben aber faktisch definitiv eine, wie ich sage, Pause in der Globalisierung, eine defragmentierte Welt. Wir haben große Blöcke, wir haben den Block Russland, logischerweise, der ist jetzt nicht so ein Global Player, aber trotzdem China natürlich auf der anderen Seite. Wir haben USA und den Westen, wie man so allgemein sagt. Und der ganze Welthandel ist im Moment, läuft nicht mehr so rund, wie es die letzten 10 Jahre war. Und solche Phasen gibt es immer mal wieder. Und das sind Phasen der Stagnation und Pause. Das sind aber dann auch Phasen, wo eben Preissteigerungen möglich sind, wo Inflation möglich ist und wie vielleicht auch möglich ist, dass das Wirtschaftswachstum zurückkommt. Denn ihr seht auch unten in den Prognosen, das ist jetzt nicht so ein Hammer-Wirtschaftswachstum. Wir müssen uns überlegen, dass wir einen Arbeitsmarkt haben, der relativ leergefegt ist, sodass auch der Spielraum für die Fed da ist, ihr weiteres wichtiges geldpolitisches Ziel, nämlich Inflationsbekämpfung, durchzuziehen und dass durchaus hier Überraschungen nach oben möglich sind, also dass noch die Zinsen noch schneller und noch stärker ansteigen, was dann ja eben auch Kaskadeneffekte auslösen wird, weil vielleicht viele Firmen, die auf billiges Geld und billige Zinsen gebaut haben mit ihrem Geschäftsmodell, vielleicht auch nicht mehr erfolgreich sind. Fakt ist also, und damit schließe ich hier diesem Video, ich sehe nicht die gleiche Situation wie nach Corona. Wir haben also nicht diese Buy-the-Dip-Support durch die Fed und dadurch glaube ich, dass der Aktienmarkt relativ holprig sein wird, im besten Fall eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Und das war wieder unser kleiner Quick-Check. Ich hoffe, er hat euch gefallen, beziehungsweise unser Marktkommentar. Gerne freue ich mich auf eure Meinung dazu in den Kommentaren. Abonniert bitte auch gerne diesen Channel, wenn er euch gefällt. Ich freue mich, mache gerne für euch die Videos. Bis dann, bye bye, euer Birger.